Wir befinden uns hier in der Gemeinde Groß-Erlach, in dem Ortsgrab in der Waldstraße. Und dort haben wir ein brennendes Reihenhaus. Eine Hälfte des Reihenhauses stand im Vollbrand. Es war sehr viel Rauch zu sehen an der rechten Hälfte des Hauses. Vor dem Haus war über Eck eine Garage, welche auch in Mitleidenschaft bereits gezogen wurde. Und man hat sofort Maßnahmen ergreifen müssen, dass die Flammen nicht auf umliegende Bäume und Häuser übergreifen, und hatte sicherstellen können, dass sich zum Zeitpunkt keine Personen in diesem Gebäude befanden. Die Bewohner sind schon dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben worden. Die Schwierigkeit, die wir hatten, war zunächst, dass das Feuer auf die angrenzende Garage, welche auch mit Gegenständen belegt war, übergreift, und auch, dass wir nur eingeschränkt von oben an die Flammen herankamen, da das Haus mit einer Freileitung versorgt ist. So würde der örtliche Stromversorger alarmiert, welcher dann die Leitung isoliert hat, dass bei uns ein besserer Zugang möglich ist. Da geht es dann immer um die Gefahr der Rettungskräfte, welche dann dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und bei uns geht natürlich Sicherheit auch immer vor. Dennoch wurden natürlich die Löschmaßnahmen aus anderen Richtungen weiter fortgesetzt. Also laut aktueller Sicht scheint der Brandherd im Keller zu liegen, in den wir momentan auch schlecht vorkommen. Die Flammen haben dann vermutlich über die Kellerfenster einen gelagerten Holzstapel erreicht, und dieser Holzstapel hat dann hat das Feuer praktisch weiter transportiert, hauptsächlich auch ins erste Obergeschoss des Gebäudes. Das Haus ist mit Sicherheit unbewohnbar. Wir haben die Freiwillige Feuerwehr Groß-Erlach sowie die Freiwillige Feuerwehr Murhardt und Vornsbach hier vor Ort, sowie Polizei und Rettungskräfte von DRK und von Malteser. Und momentan werden wir ungefähr 60 Rettungskräfte vor Ort sein.